So, zum nächsten Notsignal. Dahin bitte. Und zwei Belohnungen abstauben. Oder auch nicht. Wir finden einen Zoltan-Frachter mit niemandem am Steuer. Es ist ein Mysterium, was mit der Crew passiert ist. Aber wir nutzen die Gelegenheit. 3 Treibstoff, eine Drohne, 46 Scrap. Okay. 100 Scrap, sehr schön. Die werden wir gleich alle verprassen können. Aber dazwischen ist auch noch ein Sprungpunkt. Den nehme ich auch mit. Was haben wir hier? Eine Touristenattraktion. Nee, da wollen wir nicht hin. Wir wollen... Ah, da kommen schon die Rebellen. Wir wollen eigentlich zu dem Geschäft. Aber wir könnten auch dahin springen, dann zum Geschäft, dann dahin und dann zickzack. Was sagt unser Schiff? Wir haben doch noch was zum Verkaufen, oder? Nö. Ja komm, dann fliegen wir erstmal dahin und dann zum Geschäft. Jedes bisschen Scrap noch mitnehmen. Gib mir einen Kampf. Ja. Oh, und die transportieren auf unser Schiff. 2 Mantis. Selbes Spiel wie vorher. Ich hoffe, es funktioniert wieder. Also, dass der eine hier reinkommt und er ihm in den Rücken schießen kann. Das war schon sehr lustig. So, sie haben kein grünes Schild, also Bombe auf die Schilde. Trifft anscheinend nicht. Dann halt altbewährte Methode, die nichts bewirkt hat. Oh, das sind 4 Mantis. Oh, weia. Das ist gar nicht gut. Dich machen wir auch mal auf. Das wird, glaube ich, nicht gut enden. Die kommen schon bis zur Krankenstation. Und da sollten wir sie eigentlich abfangen. Ihr beide stellt euch in die Krankenstation. So. Und du hilfst auch mit... Nee. Du ziehst dich mal dahin zurück. Die Türen machen wir inzwischen wieder zu. Was ein Heckmeck. Alle Türen zu. So, also ihr beiden geht in die Krankenstation. Du als guter Kämpfer gehst auch in die Krankenstation. Du gehst zu den Waffensystemen, damit du nicht stirbst. So. Dann töten die den da und greifen danach die an. Währenddessen werden die aber unsere Schilde zerstören. Aber unsere Waffen sind fertig. Also schmeißen wir die Bombe wieder auf die Schilde. Diesmal trifft er hoffentlich. Ja, getroffen. Sehr schön. Ein Burst Laser auf die Schilde. Und versetzt dazu der andere Burst Laser auf die Waffen. Waffen stark angeschlagen. Sehr gut. Wir haben einen Hüllenriss hier hinten. Das ist egal. Der eine Mantis ist tot. Aber hier sind jetzt 4 Mantis auf dem Haufen. Das wird sehr schwer. Aber gut, wir schicken alle 3 rüber. Verursache ein wenig Schaden und schicken sie dann wieder zurück in die... Au. Schicken sie dann wieder in die Krankenstation. Ja. Ach, Hagger kriegt sehr viel Schaden. Ab in die Krankenstation. Er kriegt sehr viel Schaden in die Krankenstation. Und er kriegt auch sehr viel Schaden und ist zu langsam. Nein. Das war unser Pilot. Und währenddessen hätten wir schießen können. Bombe auf die Schilde. Trifft. Ein Burst Laser auf die Schilde, versetzt auf die Waffen. So, und ihr beide... nee, ich mach's jetzt anders. Ich schick den einmal durch die Truppe durch. Hoffentlich ist er schnell genug und wird gar nicht angegriffen. Jo, und jetzt warte ich hier in der Krankenstation. Die 4 werden also das ganze Schiff auseinandernehmen. Aber wir nehmen währenddessen deren Schiff auseinander. Und dann müssen wir uns irgendwann in der Krankenstation angreifen, wo wir aber durchgehend geheilt werden. Kein guter Kampf. Echt kein guter Kampf. Burst Laser auf die Schilde. So. Und du auf die Triebwerksgondel. Zerstört. So. Sie greifen uns an. Wir reparieren gegen und heilen gegen. Wir kriegen einen Treibstoff, eine Drohne, 42 Scrap. Und werden gleich richtig lange reparieren müssen. Ein Level-Up im Nahkampf. Super. Also ja, wir werden die noch alle umbringen müssen, wir werden das Loch da oben fixen müssen, alle Türen zu, die Schilde reparieren und dann müssen wir gucken, wie wir das mit nur 3 Besatzungsmitgliedern weitermachen. Aber ja, hoffentlich kriegen wir bei dem Händler einen Zoltan und den schicken wir dann gleich in die Antriebe. Nee, gar nicht in die Antriebe, ins Cockpit. Okay, also unser Antriebsmensch kommt jetzt erstmal ins Cockpit. Du reparierst die Schilde, du gehst zu den Waffen.
Also unser Antriebsmensch kommt erstmal ins Cockpit, so lange bis wir ein neues Besatzungsmitglied gefunden haben. Und dann... Nein, nicht du. Und dann geht er wieder zurück in den Antrieb. Ein Level up beim Reparieren. Na, ist doch schon mal schön. Du heilst... Nicht du. Du heilst dich bitte. So. Schild wird schön repariert. Er ist gleich hochgeheilt. Bitte ins Cockpit. Genau. So. Antrieb ist auch wieder an. Schild ist repariert. Sehr gut. Du bist da, wo du sein sollst. Du bist da, wo du nicht sein sollst. Und du bist da, wo du sein sollst. Gut. Springen. Und zum Geschäft. Gib mir Crewmitglieder. Gib mir bitte, bitte Crewmitglieder. Nein. Einmal Schutz vor Ionenschaden und einmal Long-Range-Scanners. Ich glaube, ich hole mir die Long-Range-Scanners. Einfach nur, um die Möglichkeit zu haben, diese blauen Events zu bekommen und auch, um unsere Routen besser planen zu können. Also, Long-Range-Scanners. Wir hätten gerne eine volle Reparatur und wir hätten gerne alle Raketen. Schon haben wir nur 50 Scrap. Treibstoff. Ich nehme noch 4x Treibstoff mit. Ich würde gerne die Drohnen verkaufen, aber das geht ja leider nicht. Verkaufen hatten wir nichts. Nö. Na gut, dann weiter. Mit nur 3 Crewmitgliedern. Und wir springen dahin und dann in den Nebel. No, wieder eine Forschungsstudie der Zoltan. Machen wir nochmal mit. Und wir bekommen 27 Scrap. Springen. Und wieder ein Geschäft. Sehr schön. Wir springen also in den Nebel und dann zum Geschäft. Und da kriegen wir hoffentlich, hoffentlich endlich unseren Zoltan. Also, Nebel. Es ist sehr schön hier. Toll. Wir springen weiter zum... Oh. Wir können erstmal dahin springen und dann zum Geschäft. Ja, doch. Mehr Chance, Scrap zu bekommen. Denn wenn ein Zoltan 70 kosten würde, hätten wir ein Problem. Ah. Und wieder ein sehr schöner Ort. Aber kein Scrap. Schade. Na gut, auf zum Geschäft. Gib mir Besatzung. Nö. Das ist doch doof. Jetzt haben wir 66 Scrap. Können uns davon nichts Ordentliches holen. Außer mehr Raketen und Treibstoff. Ich hole mal 2 Treibstoff, 2 Raketen. Und wir springen erstmal dahin und danach zum Ausgang. Ein Kampf und die haben 4 Mantis und sie haben einen Teleporter. Das ist nicht gut. Nicht gut. Und die laufen alle schon dahin. Können wir ganz schnell eine Bombe auf den Teleporter werfen? Ich denke nicht. Okay, Bombe auf die Schilde. So, und Burst Laser auf die Schilde. Und sie teleportieren sich dahin. Okay. Türen wieder auf. Schilde sind nur angeschlagen von denen. Schießen wir. Nee. Da verschwende ich mal eine weitere Rakete. Die haben wir gerade neu gekauft. Also wir schießen gleich die Bombe auf die Schildsysteme wieder und hoffen dann mit beiden Burst Lasern die Waffen komplett auszuschalten. Und währenddessen zerlegen die unser Schiff. Das ist okay. Du gehst schon mal Richtung Krankenstation. So, Schilde sind angeschlagen nur. Das heißt, ich schieße mit dem Burst Laser 1 auf die Schilde und mit dem Burst Laser 2 auf die Waffen. So, Schilde sind komplett zerstört, jedenfalls kurzfristig. Und die sind angeschlagen, aber die Rakete ist nicht außer Gefecht gesetzt worden. Das ist doch doof. Und sie trifft uns wo? Da. So, unser Achaga kämpft alleine gegen 2, aber wird durchgehend geheilt. Wird langsam zum richtigen Nahkampfexperten. Wer braucht ein Security-Team, wenn er Hagger hat? Sage ich doch. So, wir brauchen keine Bombe mehr. Wir schießen mit dem Burst Laser 1 auf die Schilde und mit dem Burst Laser 2 weiter auf die Waffen. So, da bricht dann noch Feuer aus. Sie teleportieren sich weg, um zu helfen und sterben dabei. Alles soweit gut. Burst Laser 1 auf die Antriebsgondel, Burst Laser 2 auf die Waffen. Und der müsste kaputt sein. Genau. Gib mir Scrap. 2 Raketen, die wir gerade verbraucht haben, eine Drohne und 35 Scrap. Türen alle bitte wieder zu. Ach, Hagger zurück ins Waffensystem.
Und sonst ist alles soweit repariert. Sauerstoff sollten wir noch kurz auf 90% bringen. 83 Scrap. Aber langsam haben die Gegner auch alle drei Schilde. Das heißt, eigentlich müssten wir auf 4 aufrüsten. Und eigentlich bräuchten wir noch ein 4. Waffensystem. Oder wenigstens ein besseres als das da. Ah, müssen wir gucken. Springen. Wir wollen zum Ausgang. Irgendwas beim Ausgang? Nö. Einfach nur weiterspringen. Ein Zivilsektor. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Sektoren. Danach kommt der Endkampf. Müsste eigentlich reichen, um uns vorzubereiten. So. Sauerstoff 90, springen wir weiter. Wir haben ein Geschäft, wir haben hier ein Kampfschiff und wir haben jede Menge Nebel. Das heißt, wir springen dahin, weil da ein Schiff ist und dementsprechend auch Scrap. Danach ins Geschäft und dann sofort in den Nebel und machen hier einen Zickzackkurs, solange es geht, um dann wieder rauszukommen. Oho. Viele Möglichkeiten. Guten Tag, Sir. Es scheint, als hättet ihr Probleme mit den Rebellen. Wir würden euch helfen, aber können nicht die Kosten für unser Raumschiff halten. Können wir da nicht auf eine Einigung kommen? Also wir könnten sie anheuern, um die Rebellen zu verlangsamen, um den ganzen Sektor auszukundschaften. Wir könnten sie zerstören. Oder wir haben keinen... Oder wir brauchen die gar nicht. Wir müssen die Rebellen nicht eigentlich aufhalten, weil erstmal sind noch keine Rebellen da. Und hier ist überall Nebel im Sektor. Wir könnten den Sektor auskundschaften, das können wir in unserem Long-Range-Scanner auch. Oder wir könnten sie angreifen, um noch ein bisschen extra Scrap zu bekommen. Aber die haben 3 Waffen, haben aber nur 2 Schilde. Ich weiß nicht, wie das mit dem Verlangsamen funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die Rebellen bereits auf der Karte wären, dass sie dann beim nächsten Mal weniger schnell voranschreiten. Aber es sind nur 12 Scrap, was soll's. Na komm, wir nehmen die 12 Scrap und hoffen mal, dass die gut verlangsamen können. So. Ja, 12 Scrap und sie scheinen sich um die Rebellen zu kümmern. Wie auch immer ein Piratenschiff das anstellen will. Und warum auch immer deren Leben 12 Scrap wert ist. Aber naja, wir springen weiter. Die wollen mich echt ködern hier, dass ich nicht in den Nebel reinkomme. Ja, also ich hätte gerne beide Geschäfte abgeklappert auf der Suche nach einem 4. Crewmitglied. Oh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja. Na gut, wir springen zum unteren Geschäft. Dann zu dem Schiff. Und dann zu dem Geschäft, wenn wir da nicht das gefunden haben, was wir haben wollen. So, was hast du? Du hast Crewmitglieder und du hast Waffen. Ich hätte gern beides. Obwohl der Heavy Laser, den mag ich gar nicht so sehr. Der schießt so selten, schießt nur 2 Mal. Und da die Chance zu verfehlen recht hoch ist, habe ich den Burst Laser eigentlich lieber. Aber gut, wir haben noch ein Engi oder einen Menschen. Wir haben schon recht viele Engis. Also nehme ich, glaube ich, mal den Menschen. Der kostet auch ein bisschen weniger. So. Alles reparieren. 1, 2 mal Treibstoff. Verkaufen haben wir nichts. Okay, noch 1 mal Treibstoff. 1 Rakete, nochmal Treibstoff. So. Springen. Rebellen sind immer noch nicht da. Das heißt, wir springen jetzt direkt hier in den Nebel. Das ist auch schon blau umrandet. Das heißt, wir können jetzt hier so einen richtig schönen Bogen fliegen. Also da, 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 da und dann hier zum Ausgang. Das müsste klappen. Gut. Ein Schwarzmarkthändler mit 3 Schildpunkten und 4 Waffen. Ja, doch, das wäre bestimmt eine Herausforderung. Wir hätten hier eine Waffe kaufen können für 65 Scrap, aber die haben wir leider nicht. Also, greifen wir das Schiff mit den 4 Waffen mal an. So, es hat keinen grünen Schild. Bombe auf die Schilde. Wir treffen und wir schießen mit allem, was wir haben, hinterher.
komm, 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 komm. Angeschlagen. Reicht nicht. Ionenwaffe. Ionisiert unsere Schilde. Heavy Laser schlägt unsere Schilde an. Die Beamlaser kommen hoffentlich nicht durch. Oder wenn sie durchkommen, dann nur ganz schwach. Soweit nicht schlecht. Das machen wir gleich nochmal. Wir schießen nochmal eine Bombe auf die Schilde. Schilde sind angeschlagen und ein Feuer bricht aus. Wir schießen mit dem Burst Laser nochmal auf die Schilde und mit dem Burst Laser 2 auf die Waffen. Ja, sehr gut. Kein Schaden bisher. Und die sind eigentlich schon tot. So muss das laufen. Und wir haben nur eine Rakete verschwendet, in Anführungszeichen. So, Waffensysteme ist auch zerstört und sie versuchen zu fliehen. Das sollen sie ruhig versuchen. Wir schießen auf den Antrieb und auf die Kapitänsgondel. Antrieb angeschlagen. Kapitänsgondel. Oh. Wir bieten an 2 Treibstoff, 3 Raketen, 37 Scrap und eine kleine Bombe. Also wie das da. Und das könnte doch richtig praktisch sein. Also es verbraucht irre viele Ressourcen, aber wir könnten dann 2-mal Bomben schmeißen. Hihihi. Ja, das nehmen wir. Zack. So, können wir die schon einschalten? Ne, wir brauchen 1-mal auf Waffensysteme. Und das kostet 75 Punkte. Aber sehr schön. Oh, das geht richtig ab nachher. Dann können wir jedes Schild knacken. Also, außer die grünen. Na gut, machen wir erstmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.